herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dickkopf. Ich bin Joshua und heute ganz alleine hier, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich habe für euch drei Bänder aus dem Hause Crosscult dabei und die möchte ich euch einfach mal vorstellen. Wir starten mit einem wahren Highlight. Also das kann ich euch nur ans Herz legen. Berserker Nummer 1. Das ist komisch geschrieben, man hat die Konsonanten weggelassen. Aber das ist ja eigentlich auch relativ cool, wird in der Kunstszene ja gerne mal gemacht. Und von diesem Band haben vielleicht viele auch schon gehört. Denn hierbei handelt es sich um einen wahren Verkaufsschlager. In den USA sind typische Verkaufsschlager in der Comic-Szene immer so mit einer, mit einer Stückanzahl von Pi mal Daumen 100.000 Stück ein Verkaufsschlager. Und dieser Band hat das Sechsfache davon erreicht. Also ist schon wirklich ein Gigant für heutige Zeiten in den USA. Und deswegen wird es da auch demnächst auf Netflix einen Film geben und auch irgendwann mal eine Animationsserie, die auch schon geplant ist. Dieser überraschende Erfolg, der übrigens sehr überraschend kam, könnte vielleicht mit dem Co-Autor zusammenliegen, denn es ist niemand Geringeres als der Schauspieler Keanu Reeves, den wir unter anderem aus Matrix oder John Wick oder aus dem Film Am Tag, als die Erde still steht, kennen. Also wirklich ein grandioser, berühmter kanadischer Schauspieler, der wirklich da richtig toll mitmacht. Und die Hauptfigur bei Berserker soll ihm auch ein bisschen ähneln. Also eine gewisse Ähnlichkeit hat es, ich würde es aber nicht 100% machen. Also wer jetzt Angst davor hat, die ganze Zeit nur Keanu Reeves in einem Berserker-Outfit zu sehen, der braucht sich keine Sorgen machen, so schlimm ist es nicht. Nein, im Gegenteil, ich finde die Story sehr, sehr gut. Denn wir haben hier einen gewissen Mann, der hat die ewige Berufung zu kämpfen. Und zwar immer zu kämpfen. Und das macht er auch schon seit über 80.000 Jahren. Er ist eine besondere Wunderwaffe, die auf magische Art und Weise entstanden ist. Und sein großes Problem ist, beziehungsweise was ihn halt auf der einen Seite nervt, ist halt, dass er von vielen nicht als Mensch wahrgenommen wird, sondern wirklich immer nur als ein Kämpfer, als eine Maschine, als eine Waffe, die man in Kriegszeiten anwendet, aber nicht irgendwie als ein vollwertiges Mitglied. Und er wird auch Unmute genannt, was so viel heißt wie Waffe, und das rächt ihn sehr auf, auch unter anderem von seinem Vater, also da hat er eine sehr spezielle Beziehung zu gehabt. Ja, und sein zweites Problem ist, er geht in so viele Kriege rein, hat historisch gesehen auch sehr viel mitgemacht und so, aber er kann nicht sterben. Egal wie stark er verwundet wird, er hat sich selber schon mal versucht zu verbrennen, lag in der Wüste, hat versucht zu sterben, es geht nicht. Und deswegen schließt er einen Deal mit der US-Regierung, dass die für ihn forschen, wie sie ihn umbringen können praktisch. Er will endlich seine verdiente Ruhe haben und im Gegenzug soll er praktisch eine Superarmee bilden aus seiner DNA und natürlich mit seiner Erfahrung. Ja, insgesamt wirklich eine sehr, sehr spannende Story und ich freue mich auf Teil 2, weil es gibt ein offenes Ende und das finde ich sehr, sehr spannend. Autor ist, wie ich gerade schon sagte, Keanu Reeves zusammen mit Matt Kind und Zeichner ist John Garney, den kennen wir unter anderem von Wolverine, was finde ich auch an manchen Stellen merkbar ist. Also es hatte so ein bisschen den Style und ich finde von der Story her hat es auch einige Überschneidungspunkte mit Wolverine. Also wer auf Wolverine steht, da wird er auf jeden Fall auch auf seine Kosten kommen. Insgesamt haben wir hier 144 Seiten für nur 16 Euro, sehr lohnenswert. Ja, und jetzt kommen wir zu zwei Bänden, und zwar die Reihe God of War. Einmal nur God of War und einmal God of War Fallen God, also gefallener Gott. Und man muss dazu sagen, diese beiden Bände, und es gibt noch zwei Variant-Bände bei Crosscult, die basieren auf einem berühmten Computerspiel, was halt God of War heißt, und der Schriftzug ist auch dasselbe. Also wer gerne mal Computerspiele spielt, der kennt es vielleicht, und wenn nicht, kann er nach den Comics dann vielleicht auch nochmal das Spiel spielen, denn hier werden viele offene inhaltliche Fragen geklärt und das Ganze ganz gut abgerundet. Man kann hier sagen, wir
haben das Thema Hass, wir haben Rache und Vergeltung und den Gott des Krieges namens Kratos. Und der verdammt den Olymp und die Götter, die da drin sind, und hat generell ein sehr starkes Problem mit seinen Sünden, mit seiner Vergangenheit. Und deswegen versucht er in beiden Bänden praktisch Zuflucht an verschiedene weit entlegene Orte zu finden. Aber er kommt immer wieder auf neue Gegner, trifft auch auf nordische Götter beispielsweise auch. Also Götter ist auch ein sehr wichtiges Schlagwort. Und ich finde, ja, es ist halt ähnlich. Er ist halt auch so eine Art Berserker, und das, er trifft auf richtige Berserker, auf unbekannte Personen, die ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Und ich finde es eigentlich, ja, schon sehr spannend. Ich würde mich da sehr darüber freuen, auch mal das Spiel zu spielen. Ich glaube, das könnte nämlich eine sehr runde Sache werden. Ja, bei diesen beiden Bänden haben wir wirklich auch ein sehr cooles Artwork. Also das Cover hat mich direkt angesprochen und die Innenzeichnungen sind auch sehr, sehr cool gemacht, finde ich, mit Blick aufs Detail. Wir können uns hierbei beim Autor Chris Robertson bedanken, den wir von iZombie kennen, und beim Zeichner Tony Parker, der unter anderem schon bei Mayday mitgearbeitet hat. Insgesamt sind bei beiden Comics 112 Seiten und beide kosten auch nur 15 Euro. Beide zu finden beim Crosscult Verlag, genauso wie der Band Berserker. Und ich würde sagen, eine runde, coole Sache. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dicko.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Dort findet ihr vieles mehr rund um uns, rund um die Dicko-Redaktion und unsere Arbeiten. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer up-to-date seid. Und ansonsten dann könnt ihr uns natürlich jederzeit auch eine E-Mail oder eine Nachricht schreiben an die E-Mail-Adresse info@dicko.de, auch ebenfalls mit Doppel-K und Doppel-P. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt gesund und wir hören oder sehen uns demnächst wieder. Ciao!